Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Alice im Wunderland. Hier lang soll ich gehen. Das mache ich jetzt auch. Und ja, ich bin als das weiße Kaninchen unterwegs. Ich möchte Alice gerne zu Absalom bringen, um festzustellen, ob es die echte Alice ist. Denn ich hatte diese Woche schon ein paar falsche Alice erwischt und das war irgendwie nicht ganz so gut. Und ja, jetzt gucke ich mal. Da sind sie. Oh nein. Hier sind sie. Oh. Drücke X, um den roten Dings zu treffen. Ja, das kann ich hier. Komm her. Um den was? Aha, okay. Oh, da kommt noch einer. Was sollte ich machen, um was zu umkreisen? Oh Mann, ich hab das nicht... Drücke B, um die Haselmaus zu steuern. Okay, ist eine großartige Kämpferin. Alles klar. Oh Gott. Okay. Aua. Ich habe nur noch ein Herzchen. Eins. Das ist zu wenig, ne? Ich muss das Herzchen mal einsammeln. Niemals gestorben. Zwei Kämpfer getötet. Aha, juhu. Was waren das für furchtbare Dinge? Rote Ritter. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Wir passen auf, dass sie dir nichts tun. Was für eine Erleichterung. Danke. Ja, da liegt auch noch eins. Das nehme ich mal mit. Okay, ich kann... Also mit B wechsle ich. Ah ja, guck mal an. Kann der auch irgendwas? Ja, muss auch irgendwie. Okay, naja gut, okay. Ich nehme mal hier den Kämpfer jetzt. Hallo. Die schläft. Vielleicht kannst du was machen. Nee. Ha, die schläft da. Jetzt gucke ich mal, was gibt's denn hier? Irgendwas zum Aufwecken bestimmt. Hallo? Was für ein seltsames kleines Plätzchen. Okay, hallo? Hab keine Zeit zu plaudern. Der rote Gärtner rückt bald an. Wir sind erledigt. Okay. Alles klar. Ah, hier, wer bist du denn? Guck mal. Hallo. Du scheinst dich verirrt zu haben. Darf ich dir helfen? Das hoffe ich sehr. Wir müssen durch dieses Tor. Aber diese Dornen sind uns im Weg. Weißt du, wie wir vorbeikommen? Aber sicher doch. Sprich mit Rosemary, der welken alten Blume im Brombeergestrüpp. Aber sie scheint zu schlafen. Wie wecke ich sie denn auf? Kennst du das Lied Jabberwock, wach auf? Jabberwock, wie? Jabberwock, wach auf. Sing das Lied, dann wacht sie auf. Aber ich kenne kein Lied, das Jabberwock, wach auf heißt. Okay. Jetzt rede ich hier noch mit der Blume. Ich fürchte, ich habe dir nichts zu sagen. Und naja, dann rede ich eben nicht mit der Blume. Es geht so. Jabberwock, wach auf! Puh, bei meinen bemalten Blütenblättern, wie spät ist es? Es ist spät, Rosemary. Und es wird immer später. Kannst du uns das Tor öffnen? Wir müssen Absalom treffen. Absalom? Wozu das? Wir glauben, Alice gefunden zu haben. Das kleine Mädchen von damals. Wenn er wir sagt, meint er eher. Ich bin mir nicht so sicher, dass sie es ist. Die kleine Alice, sagt ihr? Wo ist sie? Bringt sie zu mir. Drücke LB, um Alice zu rufen. Hier drüben. Ha, das ist ja cool. Okay. Nett. So, Miss Alice, habe ich recht? In Unterland hat sich seit deinem letzten Besuch sicher einiges geändert, hm? Ich fürchte, ich kann mich an meinen letzten Besuch nicht mehr erinnern. Ich habe das Gefühl, mich verlaufen zu haben. Verlaufen? Aber wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, benutz doch deinen Alice-Faden. Alice-Faden? Hab ich noch nie gehört. Entschuldigung. Rosemary, kannst du bitte das Tor öffnen, damit wir hindurchkommen? Absalom wartet auf uns. Ich wünschte, ich könnte das, aber ich glaube nicht. Seht mich an. Ich bin schon so lange hier, dass meine Zweige praktisch mit diesem infernalischen Tor verwachsen sind. Die Zeit kann schrecklich grausam sein.
Aber nicht jammern, ich krieg ihn wieder hin. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das hat geruckelt. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht. Oh, in der Tat, Herr McTwisp, danke. Und jetzt schnell durchs Tor. Und richtet Herrn Absalom meine besten Grüße aus, wenn ihr ihn seht. Ja, richtig aus. Gehe zur gelben Säule. Sie ist ein Speicherpunkt. Okay. Möchtest du speichern? Ja. Dieser Slot ist leer. Ja. Okay. Alles klar. Dann habe ich doch schon mal erfolgreich gespeichert. Das ist doch schon mal was. Ja, da war ich ja gerade. Sieht ja auch cool aus hier. Drücke LT, um den Alice-Faden zu benutzen. Ach so, ne, das ist zum Rufen. Du hast den Alice-Faden ausgeworfen. Folge ihm, er zeigt die Richtung. Ich sehe gar nichts, siehst du was? Ach so, der leuchtet halt nur kurz auf. Okay, ja gut, naja, das ist ja kein Problem, das macht ja nichts. Andererseits, ich meine, ich hoffe mal, die ganzen Münzen kann ich da noch schön einsetzen oder, merkwürdige Ideen oder wie das hieß, ne? Obala. Andererseits, es gibt hier ja erstmal, vorläufig gibt es hier nur einen Weg, also... Da brauche ich den Faden, glaube ich, nicht auswerfen. Aber cool, dass Alice auch was kann. Es ist ja, bis jetzt konnte ich sie ja nicht... Sie ist ja nicht hier in meinem Team, ne? Ich kann hier die Haselmaus spielen noch. Die ist ein bisschen... zack. Ein bisschen stärker. Das merkt man schon hier beim Kaputthauen. Das ist cool. Nehme ich die doch lieber. So. Aber wäre ganz cool, wenn man Alice dann auch mal spielen könnte. Wäre ganz geil, so. So. Na, was ist denn da hinten? Oh, was ist das denn? Bewege dich näher zur Schachfigur. Hebe die Schachfigur auf. Gut gemacht, du hast einen besonderen Gegenstand gefunden. Okay. Gehe zum Laden, um ihn zu kaufen. Das ist wohl hier. Laden betreten. Ah, okay. Drücke A, um dieses... Ah, Gegner einfrieren. Ach, das... Ah, guck, das kann man extra kaufen. Schau an. Drücke A, um die nächste Seite anzuzeigen. Ach so, jeder braucht da andere. Guck mal. Ah, ich kann da... Kann man nur das eine mitholen. Okay. Ja, dann hole ich das doch. Ja, möchte ich kaufen. Ach, und Münzen kostet das dann auch noch da von den Gesammelten. Ich verstehe, ich verstehe. Aber Gegner einfrieren ist toll. Alles klar. Kann ich hier rauf? Yay! Urks. Ja, dann sammle ich die doch... Oh. Sei vorsichtig, Alice. What? Diese Insekten sind sehr aggressiv. Und flink. Aber kannst du sie nicht langsamer machen? Na ja, natürlich kann ich das. Aber gib Acht. Weiter nichts. Drücke B, um das Kaninchen zu steuern. Friere einen Moskito in der Zeit ein. Jetzt mache ich erstmal hier die Pilze noch kaputt. Wo ist denn so ein blödes Moskito? Oh, da ist eins. Oh, oh nee, falscher Knopf. Ah. Ah, okay. Jetzt habe ich das... Schlage ihn. Ich schlage ihn. Ach so, ja, guck mal, da kann der gar nichts mehr. Aua. So, okay. Da muss man, ich musste nur mal gucken, welcher das ist. Das ist gar nicht so leicht. Aber hier ist ein Herzchen. Ach, hier ist eine Kiste. Truhen sind voller unmöglicher. Ach, unmögliche Ideen hieß das, genau. Ja, gib mir mal die unmöglichen Ideen. Guck mal, hier ist noch eine Truhe. Ich möchte ja... Schon mitnehmen dann auch, ne? Also, so ist nicht. Da ist noch einer. Und da war doch so ein Moskito-Vieh, oder? Da sind mehrere noch, guck mal. So. Na gut, was ist da hinten? Das ist der Laden. Kann ich die hier noch kaputt machen? Ja.
mal die geht. Das Große aber nicht, der große Pilz. Wer will nicht? Okay, muss ja nicht. Und jetzt habe ich schon 900 so eine Taler. Das ist doch gar nicht so schlecht. Obala. Zack, zack, zack. Guck mal, die roten hier, die Steine oder so, sehen auch so aus, als gehen die kaputt. Ja. Das sieht man immer schon so ein bisschen, ne? An der Textur und so, finde ich. Kann man das schon immer ganz gut sehen. So. Oh, aua. Diese Mücken sind schrecklich. Wie ulkig. Das ist wirklich ein seltsamer Traum. Hallo? Aua, ich wollte den... Ach, falsch. So. Ich drücke mal den falschen Knopf, ne? Aber das kennst du ja vielleicht. Wenn das nicht das erste Projekt ist, was du bei mir guckst, dann weißt du ja, dass ich immer ein bisschen Zeit brauche, um mich mit der Steuerung zurechtzuschütteln. Weil ich ja wirklich dann immer so ganz blind in die Spiele reinstarte und ich die Steuerung im Normalfall vorher auch nicht ausprobiere. Ich wusste, ich konnte das mit... Ich wusste, ich... Au! Prima. Ich wusste, ich kann das mit Control Pad spielen. Und ja, das reicht dann ja, ne? Wenn man das weiß, dann muss das langen. Und dann kann das einfach sein, dass du dann während des Spielens... ja, am Anfang ist das dann einmal ein bisschen stolprig, aber ja gut, ist ja nicht so schlimm. Ach so, die Kiste anhalten, ja, aber ich wollte eigentlich das andere Vieh, genau. Das Vieh wollte ich. Dam, 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 dam. So. Ja gut, die Kiste mache ich natürlich auch auf. Oh, die ist wieder bewegen gegangen, sich. Aber ich wollte die noch... Guck mal, wie viel ich schon hab, ne? Das ist schon ganz schön ordentlich. Aber hier liegt auch viel rum. Also da kann man schon... Da muss man schon gut gucken, wenn man das wirklich alles mitnehmen möchte. Ich weiß gar nicht, ob es hier Achievements gibt. Dass man so sammelt alle Truhen oder... Keine Ahnung. Guck mal, wie komme ich denn da hinten an die ran? Komme ich da irgendwie hin? Erstmal hier einsammeln noch. Ja, hier komme ich doch ran. Dann guck mal. Haha. Nehme ich doch glatt mit. Da ist noch einer. Die nehme ich auch mit. Sehr gut. Und nach den Schach... Ach so, ne. Ach so, hätte man von hier auch gehen können. Nach den Schachfiguren muss ich dann halt wohl Ausschau halten. Das sieht so aus, als ob man die Fähigkeiten nur mit Hilfe der Schachfiguren kaufen kann. Das ist natürlich schon... Muss man schon gut gucken. Ich meine, die erste lag jetzt mitten auf dem Weg. Ich weiß ja nicht, ob die anderen dann auch... Das mit dem Schleim ist schon ein bisschen eklig. Ob die anderen dann auch mitten auf dem Weg liegen, ne? Das weiß ich ja nicht. Das wird man dann im... Oh, 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 oh. Guck mal, da ist so ein... So ein Doofi hier. Ja, ja, ich komme da gleich hin. Warte, hier liegt noch eine Kiste rum. Die möchte ich noch mitnehmen. Und ich habe gesehen, da liegt so... Da läuft so ein Ritter. Ach, das ist hier... Kann ich die nicht... Ah, okay. Dann muss man mit Telekinese. Nee, Telekinese habe ich nicht. Tick-Tack. Haha. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber du kannst es mal versuchen. Funktioniert nicht so ganz. Aber kleine Kinder glauben das auch oft, ne? Wenn man die Augen zu haben und die nicht sehen, dass man die dann auch nicht sieht. Naja gut, nee, Alice, das funktioniert so leider aber nicht. Muss ich dich leider enttäuschen. Da ist irgendwas für die Katze. Ich gehe hier mal weiter. Ich will jetzt hier nicht jeden Pilz kaputt machen, dann komme ich ja nicht voran, ne? Was für riesige Pilze. Die sind ja größer als Bäume. Zack, und guck mal, wenn ich jetzt den nehme, dann geht das doch wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, ne? Oh, 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 oh. Okay. Ja, gut. Die gefällt mir hier, die kleine Haselmaus. Ich gucke jetzt mal. Kann ich da irgendwie... Nee, da kann ich sonst auch nichts machen, ne? Nee, schade eigentlich. No? Schade, schade. Gab's denn unterwegs? Habe ich irgendwo eine übersehen? Vielleicht siehst du, da geht's schon los mit den Schachfiguren. Nicht, dass ich eine übersehen habe. Ich husch hier mal nochmal. Die läuft ja auch ein bisschen schneller, die Haselmaus. Ach, guck mal, hier ist eine unsichtbare Kiste. Das ist ja cool.
Ah, da komme ich nicht lang. Okay. Nee. So. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Und... upsala. Ja gut, die mache ich jetzt aber noch auf, wa? Und da hinten mache ich auch noch auf, aber ich bin am Ende dieser Folge angelangt. Ich würde dich im nächsten Part einladen, mich und Alice und die Haselmaus und auch das weiße Kaninchen weiter durchs Wunderland zu begleiten. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist und ja, sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!